Tja dann, auf nach Loch Moin. Das hätte ich mir denken können. Sheila hat das Versteck der Attentäter gefunden. Sie haben sich hier in den nahen Schluchten versteckt. Detmold hat seine Leute hingeschickt, aber Foltests Mörder ist entkommen. Zwei andere Hexer haben ihn gedeckt. Einen haben wir lebend gefangen. Bevor er starb, hat er bekannt, dass unser Kraftpaket nach Loch Moin gefahren ist. Die Magier wollen den Rat und die Kammer auferstehen lassen, die früher alle Zauberinnen und Zauberer des Nordens repräsentierten. König Raduvid von Redanien will erscheinen. Und da Loch Moin in Kedwin liegt, kommt Henselt sicher auch. Aber eine Delegation aus Nilfgaard? Triss, Nilfgaard, Raduvid, etliche Zauberer und ein Königsmörder. Reichlich Pilze in der Suppe. Da ist noch etwas, Roche. Ich Henselt. Du meinst, ich will ihn um. Ich für den Xmörder hielte, wär's am Leben. Wenn ich das nur nicht einmal. Henselt müssen Zelt sein. Ich lenke die Wachen ab. Du bist auf dich allein gestellt. Ich stehe in deiner Schuld. Das tust du. Das ist gar nicht mehr lustig, Geralt. Und? Bist du bereit? Ah ja. Gib mir eine Weile. Beeil dich. So. Lied von der Jagd. Das ist auch nicht mehr lustig. Wir sind schon wieder überlastet. So, haben wir einen Haufen zu lesen und wegzuwerfen. Eine Schaufel. Hey, unser Schwert. So was. Die wiegt 20. Die müssten wir eigentlich wegwerfen. Nee, das geht aber mal gar nicht. Elfenhandschuhe, episch. Die sind zwar ein bisschen schlechter, aber hey, ich will die nicht mehr haben. Ja, die schauen genauso scheiße aus. Oh Gott. Herr im Himmel, schenkt mir Handschuhe. Lied von der Jagd. Immer größere Kreise zieht die Jagd über der Welt der Sterblichen. Alles zerbricht und gerät in ihren Strudel. Das Chaos herrscht in der Welt. Der Sturm des Krieges schwillt an, Blut überall ringsum. Die Bräuche der Unschuld ersäufend. Die Besten verlieren den Glauben. Die Schlechtesten erlangen feurige, ungestüme Macht. Spiegelbilder ohne Herz und Verstand quälen die Welt im Namen derer, die Blut vom Blute bewahrten und sich von zügelloser Gier ernähren. Zu seinen Händen, meine Referenz, eure kaiserliche Majestät. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass der Zauberer Vanemar sich als die richtige Wahl erwiesen hat. Er hält seine Schülerin Cynthia an der kurzen Leine und legt selbst keinen besonderen Ehrgeiz an den Tag. An seiner Loyalität dürfte es keinen Zweifel geben und seine Fähigkeiten werden eurer kaiserlichen Majestät von großem Nutzen sein. Die Verhandlungen sind der letzte Prüfstein. Wir werden sehen, wie er sich verhält und ob er den Versuchungen besser widerstehen kann als seine Kolleginnen. Meine ehrerbietigen Grüße an die Frau Gemahlin. Als Diener eurer kaiserlichen Majestät, Schillard Fitzösterlin. Den mögen wir nicht, der Triss entführt. Soll ich Tränke nehmen, bevor wir aufbrechen? Wäre wahrscheinlich besser. Wo ist euch der Magier? Ich sehe hier keinen toten Magier. Der hat sich wegteleportiert. Mitsamt seiner Beute. Und ist jetzt irgendwo in den ewigen Jagdgründen. Und seine Leiche ist verschollen. Tja. Wir nehmen mal besser Tränke, vorsichtshalber. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen Alchemie machen. Vielleicht haben wir dann nicht mehr so viel schweren Krempel dabei.
wieder 12. So. Hey, Freunde. Mein Game hat sich gerade wieder verabschiedet. Ist aber gar nicht so schlimm, denn diesmal konnte ich den Magier looten. Guckt mal, was der für eine coole Brustplatte dabei hatte. Ich sag immer Brustplatte. Was der für eine coole Weste dabei hatte. Ich bin bereit. Jemand da? Hallo? Versteck dich, Geralt. Okay. Hey, ihr da! Herkommen! Hey, wie konnte der uns denn jetzt sehen, bitte? Ich versohl dir den Hintern! Meinst du? Ja, könnte passieren. Versteck dich, Geralt. Hey, ihr da! Herkommen! Was willst du, Temeria? Die Nilfgaarder verdreschen unsere Leute. Was? Verflucht, die werden wir was lehren! Ach so, die hauen ganz ab. Puh, Glück gehabt. Ernst? Das wollte ich nicht. Ich habe versehentlich das Schwert gezogen, Freunde. Entschuldigung. Hey, ihr da, herkommen. Was willst du, Temeria? Die Nilfgaarder verdreschen unsere Leute. Was? Verflucht, die werden wir was lehren. Ich glaube, Roche ist mit denen gegangen. Mhm. Wer ist da? Ja, ja. Ich erwische jedes Mal ein blöderes Bild. So, wenn die drei weg sind, hey, mache ich jetzt nochmal einen Quick Save. Herkommen! Was willst du, Temeria? Die Nilfgaarder verdreschen unsere Leute. Was? Verflucht, die werden wir was lehren. Ja, Roche geht mit denen. Okay. Tor zu. F5. Wieso kommt der jetzt nicht her? Oh, wir kommen nicht an dem Hocker vorbei! Ist das zu glauben? Außerdem geht's auch nicht. Zu mir, Männer! Alter! Jetzt kommt er! Vorher nett! Knurr! Halb. Waren. Holz. Ich glaube, ich hatte einer gesehen. Echt jetzt? Dieser Typi hat mich jetzt gesehen. Das war der, der da immer rumsteht. Aber wenn wir nicht hingehen, dann
macht ja keine Patrouille, dann bleibt er einfach nur stehen. Was soll man denn machen? Wir können uns doch nicht wegzaubern. Warum können wir den nicht wegzaubern? Hallo, ich habe auf Betäuben geklickt. Ja, ich habe ihn angerempelt, aber ich habe vorher auf Betäuben geklickt. Wirklich? Glaubt mir doch. Hey, pfui. Zu mir, Männer! Alarm! Du hast mich nicht gesehen. Eben hast du mich doch auch nicht gesehen. Oh, ich wünschte, wir hätten Pfeile wie in Skyrim. Da würde ich dem einfach einen Pfeil in den Kopf jagen und fertig wäre die Sache, ey. Oh, nerv mich halt! Nerv mich halt, Typ! Dieser eine dahergelaufene Spacko, Mann! Dieser eine! Jetzt kommt er nicht. Nur wenn wir weiterlaufen. Ich glaube, wir müssen einfach nur lang genug warten. Ich gebe jetzt auf. Bleib einfach da hinten sitzen. Mir egal, ob die hier Ringelreihe tanzen oder keine Ahnung, oder Könige ermorden. Mir egal, ich bleib einfach sitzen. Hinter meiner Kiste. Hinter meiner wunderbaren, schönen, sicheren Kiste. Jetzt ist er aufgewacht. Jetzt pennt er wieder. Der kommt nicht automatisch. Der läuft nicht automatisch los. Das geht einfach nicht. Vielleicht stört ihn das, wenn wir das Licht ausmachen. Der pennt! Wie soll ich denn an den rankommen? Der pennt! Also wenn er uns sieht, dann pennt er nochmal. Immer noch da hinten. Betäuben! Hört ihr das? Es geht nicht! Ich versohl dir den Hintern! Habt ihr es gehört? Es ging nicht! Es ging wirklich nicht. Dann müssen wir den wohl laufen lassen. Euer Ernst? Ich versohl dir den Hintern! Ist das gerade denen ihr Ernst? Der guckt, geht. Guckt, geht in unsere Richtung. Guckt, geht zu uns. Das ist doch nicht deren Ernst! Alter, wie es mich nervt. Ich kotz gleich irgendwo hin. Mach das Licht aus. Wetten, diesmal geht er nicht in Richtung Fässer? Was? Der ist verschwunden!
Den einen müssen wir noch aufwerten, sehe ich gerade. Wird's auch wieder ein bisschen leichter. Na gut, 227 haben wir jetzt. Aufwertung. Vitalität. Vitalität. Die ist besser. So, speichern. Nee. Nein! Das habe ich absichtlich weggeworfen. Ui. Urins, 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 Urins. Haben alle Wasserpfeifen hier. Was ist denn das für ein Feldlager? Alles voller Pfeifen. Haha. So, und wie kommen wir jetzt an den Wachen vorbei? Jetzt brauchen wir einen Lärmpfeil. Ihr wisst schon, Die of Thief. Ich liebe dieses Spiel. Thief 3. Dry. Mhm. Thief 3, Deadly Shadows, war das allerbeste Thief. Best Game ever.